Gäste, liebe Vertreter, geschätzte Vertreter der Medien hier im Saal, auch ein besonderer Gruß gleich zu Beginn an mehrere Parteifreunde vom Kreisverband Dresden, die uns hier in Stuttgart im Wahlkampf sehr tatkräftig unterstützen. Ich begrüße Sie sehr herzlich zur Veranstaltung des Kreisverbandes Stuttgart und des Landesverbandes Baden-Württemberg der AfD heute hier im Kursaal. Ich begrüße auch, nur noch nicht vergessen, das kleine versprengte Häuflein, das unter einem grünen Schirm hier draußen vor dem Saal steht, die auch unsere Wahlhelfer, die wollen wir nicht übersehen. Der übliche Aufmarsch all derer, die alles bestreiten, mit Ausnahme ihres eigenen Lebens und Tats. Diesmal ging der Aufruf aus von den Jungsozialisten, nicht von der SPD, sondern von den Jungsozialisten, nicht ganz so offiziell. Am Dreikönigstag ging es aus von der grünen Jugend, auch nicht von der grünen Partei. Die genießen ein bisschen mehr Narrenfreiheit, das ist auch die passende Bezeichnung für das, was sie in der Politik uns bieten. Was wir in diesen Tagen beobachten, das ist eine bis zum Exzess gesteigerte Angst um die Gründe bei den alten Parteien. In dem Maß, wie wir uns den 10% in der Wählergunst angenähert und diese 10% überschritten haben, nimmt das Formen an, die ich noch vor wenigen Monaten nicht für möglich gehalten hätte. Was für Formen nimmt das an? Es gibt einen, wir haben es in der Presse in den letzten Tagen gelesen, einen massenhaften Abriss von Plakaten. Eine Steigerung gegenüber der Kommunalwahl, der Bundestagswahl hätte man kaum für möglich gehalten, aber es geschieht. Und selbst in einer Höhe von 4 Metern aufgehängte Plakate werden heruntergerissen, zum Teil am helllichten Tag. Es gibt tägliche Angriffe auf Plakatierer von uns. In einem Fall gab es sogar Schüsse auf einen Plakatierer. Es gibt einen Aufruf, der von der Linken, sogenannten Antifaschisten, also von den richtigen Faschisten, in Freiburg ausging. Dort sollten Briefkästen leer gestohlen werden, um darin eventuell befindliche AfD-Flyer zu vernichten. Postraum. Vor fast jeder Veranstaltung steht das gleiche verlorene Häuflein, das sich allerdings oft gewalttätig gibt, mal verbal, mal auch technisch, und das versucht, Besucher einzuschüchtern, die zu Veranstaltungen der AfD überall im Land kommen. Wirte werden bedroht. Ich habe es vorgestern erlebt, in einem kleinen Ort in Oberschwaben war Schussenried. Da nimmt man nicht unbedingt an, dass da die Antifa groß auftritt. Aber es ging auch eine andere Schiene. Stammgäste angebliche haben dem Wirt, dem des Lokals, in dem die Veranstaltung heute mitgeteilt, sie würden nicht mehr kommen, wenn er die AfD in seinem Lokal lasse. Anderswo nimmt es noch viel deutlicher Formen an. Am schönsten war es irgendwo im Schwarzwald. Da hat ein nicht ganz dichter SPD-Ortsvereinsvorsitzender sogar auf dem offiziellen Briefpapier des SPD, dieser SPD-Untergliederung, an Wirt angedroht, man werde dafür sorgen, dass er keine Veranstaltungen mehr bekommt, wenn er die AfD in seinem Land ist. Das sind Vorgehensweisen, die erinnern mich an Schutzgelderpressung, Mafia. Und an deren Methoden orientiert sich anscheinend ein Teil des politischen Spektrums in diesem Land. Die Grundrechte, insbesondere die Meinungs- und Versammlungsfreiheit, sind nicht nur bedroht, sie sind stellenweise wirklich außer Kraft gesetzt. Sehen Sie sich an, welcher Aufwand an Polizei, an Sicherheit erforderlich ist, damit wir ungestört heute in diesem Saal zusammenkommen können. Eine große Meinungsforscherin, Elisabeth Müller-Neumann, hat schon vor vielen Jahren von der Schweigespirale gesprochen.
Ich meinte damit eine Entwicklung, die charakteristisch ist eigentlich nur von Diktaturen, nämlich das Auseinandertreten des öffentlichen und des privaten Rechts. Ich beobachte es immer öfter, dass Menschen, die ich seit längerer Zeit kenne, im privaten Gespräch ihre Sympathie für die AfD bekunden, in der Öffentlichkeit, am Arbeitsplatz, erzählen sie das gerade Gegenteil. Sie distanzieren sich, sie fürchten sich. Sie haben Angst, sie könnten in Widerspruch zum Mainstream kommen. Das ist nicht das, was die Väter des Grundgesetzes sich unter einer freien Gesellschaft vorgestellt haben. Da gibt es die Herren Stegner und Maas oder Nils Schmidt, von denen wir gehört haben in den letzten Tagen, die AfD stünde außerhalb der Demokratie oder gleich noch besser, sie stünde außerhalb der Gesellschaft. Wer außerhalb der Gesellschaft steht, der wird für vogelfrei erklärt. Der ist zum Abschluss freigegeben. Insofern braucht man sich nicht wundern, wenn die Radikalisierung, die Brutalisierung der politischen Auseinandersetzung von diesen Politikern geschürt wird, die dafür verantwortlich sind, für vieles, was in dieser Richtung geschieht. Wer glaubt diesen verleumderischen Unsinn eigentlich noch, dass die AfD eine undemokratische, eine außerhalb des demokratischen Spektrums stehende Partei sei, außer diesen Schmachgestalten, die das verbreiten, noch ohne niemand. Es wird gesagt, die AfD stünde rechts von der CDU. Das mag sein, aber es gehört nicht mehr viel dazu, rechts von der CDU zu stehen. Es hat vor wenigen Tagen eine Umfrage gegeben, in der die Parteien in ein politisches Spektrum eingeordnet werden sollten. Ein Feld in der Mitte, es war so ein Strich, und dann links und rechts davon. Und die Befragten, repräsentative Umfrage, sollten einsortieren die einzelnen Parteien in dieses Spektrum. Warten Sie, wo die CDU sich wiedergefunden hat. In der linken Hälfte dieses Spektrums. Insofern bekennen wir uns gerne dazu, dass wir rechts von dieser CDU stehen. Wir sind. Wir sind keine Rechte, wirklich Rechte und schon gar keine rechtsradikale Partei. Wir sind viel eher das, was die CDU einmal war, bevor sie von Merkel pervertiert worden ist. Die AfD ist eine bürgerliche Partei der Mitte. Wir stehen für die Freiheit, wir stehen für die Grundrechte, wir stehen für das Recht überhaupt und wir stehen notabene für den ganz normalen menschlichen Anstand, der uns das Leben erleichtern kann und der denen abhanden gekommen ist, die glauben, sich über uns erheben zu können. Ich will es bei diesen wenigen Worten zunächst belassen. Der heutige Nachmittag ist gewidmet unserem Spitzenkandidaten Jörg Meuthen und auch den vier Wahlkreiskandidaten von Stuttgart. Ich möchte jetzt die Moderation unserem Mitglied Dieter Lieberwirth übergeben. Dankeschön.